Das hätte mich auch interessiert. Und zwar gibt es hier ein Video von Rob Bubble. Das wurde mir vorgeschlagen irgendwo. Und zwar heißt es, ich habe ein Jahr alle Placements angenommen. Könnte Stonks sein. Wenn man einen erfolgreichen Kanal auf YouTube hat, dann bekommt man gerne mal solche E-Mails. Hey Rob Bubble, ich liebe es, einen anderen deutschen YouTube-Schöpfer zu sehen. Ich komme aus Berlin. Mhm. Ich suche Schöpfer, um eines unserer Kundenspiele gegen Bezahlung zu spielen. Wir haben angefangen, mit Nutako-Spielen zu arbeiten. Sie können auf YouTube nach Nutako suchen, zum Beispiel nach Videos. Was mache ich denn heute nur auf YouTube? Ach, ich... Diese richtig schlechten Placement-Anfragen, die so auf Deutsch übersetzt wurde, ey. Weiß, vielleicht Videos? Es ist ein animiertes Spiel für Erwachsene und hat Videos mit PewDiePie, Sweet Anita, MXR und so weiter gemacht. Die Website ist jetzt für YouTube sicher und unsere Agentur kann einen Teil im Voraus bezahlen. Willst du ein kostenpflichtiges Gameplay-Video machen? Beste, Jennifer! Beste! Beste! Ja, das ist eine echte, seriöse Anfrage, die ich bekommen habe. Gucken wir mal in eine andere, echte E-Mail aus dem letzten Jahr. Guten Tag! Ich bin Franzi von der Marketing... Das sind halt legit Cold Mirror Vibe Amazon Amazon Beschreibungen. Abteilung von Belle Chloe, der sich auf den Bereich der Damenprodukte spezialisiert hat und ein sich schnell entwickelndes Unternehmen ist. Unser Unternehmen war schon immer um ihr YouTube besorgt. Das bin ich ehrlich gesagt auch, so wenig Videos wie ich hochlade. Ehrlich gesagt, wir finden ihn sehr stylisch. Oh. Wir sind der Meinung, dass Ihr Video sehr lustig ist und den Menschen Freude bereiten kann und bei der breiten Öffentlichkeit sehr beliebt ist. Oh Gott, das ist die netteste Firma der Welt. Wir denken also, dass Sie sich für unsere magnetischen Wimpern interessieren werden, denn unsere Wimpern, die... Das ist halt ein Typ. Augenhaut nicht verletzen. Es macht auch mehr Spaß. Ich habe tatsächlich mehr Spaß mit meinen Wimpern, wenn sie meine Augenhaut nicht verletzen. Also für mich ist das ein überzeugendes Argument. Was mich dann nicht so überzeugt hat, ist, dass in der nächsten E-Mail die nette Franzi aus Deutschland plötzlich Xingle Xu hieß. Warte mal, wenn Franzi gar nicht Franzi heißt und auch gar nicht aus Deutschland kommt, ist dann alles eine Lüge? Zu gut, wirklich. Hat sie vielleicht meine Videos noch nie gesehen und dann weiß sie ja auch gar nicht, ob ich wirklich stylisch bin. Dann nehme ich doch lieber die nächste Anfrage an. Der Betreff Amazon Free WLAN Alexa Staubsaugerroboter. For you. Geil, endlich habe ich auch einen Staubsauger, der nicht mehr saugt, wenn die Cloud down ist. Aber egal, die wollen mir einfach kostenlosen Staubsauger schicken. Wem habe ich das denn zu verdanken? Saki Moon. Die E-Mail ist abgesendet worden von Saki Moon. Gute Tage. Ich bin Alan von Amaray. Warum heißt du dann Saki Moon? Ich fand dein Video auf YouTubell sehr schön und professionell. Unser Produkt Staubsaugerroboter verkaufen wir bei Amazon. A900. Link. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt auf Blog, News, Rank, Yotobe, Facebook, Twitter testen und ein Video erstellen können, um es zu bestrafen. Was? Ist dein Beutel schon wieder voll, du Schmutzfink? Oder haben Sie andere Anforderungen? Wir wissen, dass Sie viele Fans haben, die solche Produkte gerne bewerten. Beste Community, danke, dass ihr mir kostenlose Staubsaugerroboter ermöglicht. Ich habe einfach mal zurückgeschrieben. Jo, schick rüber. Vielen Dank für Ihre Antwort bald. Ja, Sie haben mehr als 200.000 Fans, die sehr nett sind. Sag ich ja. Beste Community. Ah, voll schade, dass ich den nicht bekommen würde. Da braucht man eine nette Community für. Ah. Ich hoffe, Sie können bei unserem Amazon bestellen und uns eine 5-Sterne-Bewertung geben. Ich werde eine vollständige Rückerstattung von Euro 400 auf Ihr PayPal-Konto veranlassen, sobald wir das angeforderte, unabhängige Video erhalten haben. Akzeptieren Sie das? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich Saki Moon vertrauen sollte, dass ich mein Geld auch zurückbekomme. Ich bewerbe mich für das kostenlose Produkt für das Video von Chef, brauche aber Zeit. Sie bestellen bei Amazon schneller. Ich habe natürlich nichts da bestellt, aber dann hat der Chef anscheinend meine 200.000 netten Fans gesehen. Tada! Die haben mir den einfach so geschickt. Mein erstes wirklich kostenloses Influencer-Produkt. Jetzt kann ich auch endlich unabhängig... Let's go! ...einige Tests für Blog, News, Rank, Yotobe, Facebook oder Twitter machen. Wo auch immer ich Lust drauf habe.
Verkaufsargument unter dem Video hinzufügen. 145 Grad Navigationssensor mit visuellem Slam. Bitte den Videotitel als Amare A900 WLAN Alexa Saugroboter Staubsauger Roboter Roboter Staubsauger. Alexa Saugroboter Staubsauger Roboter Roboter Staubsauger. WLAN Alexa Staubsauger Staubsauger Staubroboter Roboter Roboter Staubsauger. Oh, ich dachte, das soll unabhängig sein. Und jetzt wollen die mir sogar vorschreiben, wie ich das Video zu nennen habe. Das wird doch nie jemand so machen. Oder? Okay. Worum geht's heute? Was ihr euch bestimmt denken könnt, wenn man YouTube-Videos macht oder generell Influencer oder Influencer. Ich finde das Video bis jetzt richtig, richtig lustig. Wirklich. Also ich musste lachen. Darin ist, kriegt man täglich E-Mails. E-Mails von irgendwelchen Firmen, die irgendwas von dir wollen. Manche sind seriös und manche sind die 500. Anfrage für Raid Shadow Legends. Oder von NordVPN. Das heutige Video wird gesponsert von NordVPN. Ja was, ich habe ja gesagt, ich habe alle Placements angenommen. Wundert euch nicht, ja? NordVPN macht es möglich, dass man so tut, als das ist wirklich ein Placement, Leute, glaubt's, als würde man täglich gerade von einem anderen Ort das Internet benutzen. Ich kann so zum Beispiel auf Webseiten zugreifen, die für bestimmte Regionen gesperrt sind. Zum Beispiel Streaming-Angebote, die kommen jetzt noch Raid Shadow Legends. Es vielleicht nur in den USA gibt. Man kann so auch bei Spielen auf Server anderer Länder zugreifen, was manchmal. Ich finde es gut, wie oftmals die Stimme sich so automatisch verändert bei Placements. Was echt praktisch ist, zum Beispiel. Was eigentlich eine wirklich gute Sache ist. Also holt euch jetzt NordVPN. Also ich nutze es. Mitternachtsreleases. So eine VPN kann auch dazu beitragen, dass man seinen Weg und seine Daten im Internet etwas mehr versteckt, indem es die Daten verschlüsselt und die IP-Adresse verbirgt. Ich würde gerne wissen, wie er ihnen die Idee gepitcht hat. Ja, ich mache Werbung über dumme YouTube-Werbung. Habt ihr Bock? Ich habe ein Jahr lang auf jede Anfrage geantwortet, die ich bekommen habe, um herauszufinden, was dahinter steckt und wie viele dieser seltsamen Produkte ich tatsächlich zugeschickt bekomme. Das hier ist die Ausbeute von ein Jahr sagen, yo, schick mal. Ich habe ausgerechnet, der Warenwert zusammen ist ungefähr bei 850 Euro. In diesem Haufen Sachen gibt es ein Highlight. Es war die beste Anfrage meiner Influencer-Karriere von Tientien Huo. Dir. Einfach nur dir. Our company sells sex toys at amazon.de. Can you post our product information? Specific fees we can negotiate. I hope my products can change people's sexual lifestyle, become happier and enjoy it all. Die wissen genau, was euch gefällt. Die stecken tief in meiner Zielgruppe drin. Und ja, sie haben ihn wirklich geschickt. Diesen wunderschönen Prostata-Massage-Dildo, der Prostrit-r heißt. Ich vermute, sie haben das englische Wort prostrate falsch geschrieben und hier oben drauf sind so Symbole. Blatt, Zahnrad, Teufelskreis, Windtunnel. Ich habe so ein bisschen Angst. Und laut der Produktbeschreibung auf Amazon hat dieser Dildo ABS. Ist doch schon mal gut. Was hat es mit all diesem seltsamen... Ist doch schon mal gut, mit ABS. Zeug auf sich. Die beschäftigen sich offensichtlich nicht mit den Videos. Es ist ihnen auch offensichtlich völlig egal, was für Sachen ich sonst mache. Sonst wüssten die ja, dass ich weder Produktvideos mache, noch, dass ich Strumpfhosen trage, Frauenkleidung, dass ich keine Tattoos habe und auch keine semi-permanenten testen möchte. Auch nicht von einem Tattoo, auf dem angeblich dann Bad Girl steht. Ich habe hier so diese Wimpern bekommen, wo sie offensichtlich Wake up. Das ABS, Antiblockiersystem fürs Baby. Fürs Auto. Beschrieben haben. Die Marke heißt aber Make Up Wake Up. Also haben sie das einfach durchgestrichen. Ich habe eine Uhr bekommen. Hier, schön in Gold. Einfach so. Ja. Ein Handyhalter. Gummibärchen, die nach Apfelessig schmecken. Dieses fette Handy, was offensichtlich irgendwie unkaputtbar machbar sein soll. Und 4 random Smart-Glühbirnen. Das Creepige an dieser Box ist, die haben mir vorher keine E-Mail geschrieben. Wir haben, nachdem wir den anderen meine Adresse geschickt haben, irgendwann plötzlich auch das bekommen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwo jetzt in der Datenbank stehe.
Okay, aber warum machen die uns? Perfekt, oder? In der Datenbank zu sein, wo du einfach Sachen zugeschickt bekommst, immer. Let's go, Chat. Geht da kaum besser, oder? Unternehmen das. Eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass... Ihr sagt Monka S, ich sag Poggers. 90% der Produkte, die wir bekommen haben und auch der Leute, die sie uns geschickt haben, aus China stammen. Ich vermute, um damit im westlichen Markt Fuß zu fassen. Die das haben allerdings sein. Kein Budget. Und den meisten Influencern und Influencerinnen ist so ein bisschen Prostata-Massage-Dildo nicht genug Bezahlung. So richtiges Influencer-Marketing kostet mehrere Tausende oder Zehntausende Euro. Das können die sich nicht leisten. Und das finde ich unfair. Deswegen hat dieses Video ab jetzt Untertitel in Simplified Chinese. Ja, ich habe das Video übersetzen lassen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann als Gegenleistung für die kostenlosen Sachen. Dass die endlich mitgucken können, die offensichtlich noch nie ein Video von mir vorher angeguckt haben. Ich habe jedes Produkt unten verlinkt. Guckt es euch an. Helft netten Menschen, die doch nur in Deutschland ihren Prostata-Anal-Dildo promoten wollen, damit die Menschheit glücklich... Prostata... Cozy, wow, Strumpfhosen, der Handyhalter, neue Smart-Glühbirnen. 5% Rabatt auf Golli-Äpfel-essige Gummibärchen. Die Nordgreen-Uhr, angeblich gibt's mit dem Code ROBUBBLE 15% Rabatt. Wake up and make up von Bella Chloe. Das Blackview-Handy. Ah, gut, ich lieb's. Glücklich wird. Mist, jetzt wird das Video bestimmt entmonetarisiert, ne? Wenn wir Prostata-Dildo sagen. Egal, das Video kostet mich eh unendlich viel Geld, denn ich habe beschlossen, diese netten Menschen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und einer wild fremden Person, die eine fremde Sprache spricht und auf einem anderen Kontinent wohnt, einfach ihr wertvolles Produkt geschickt haben, in Hoffnung, dass sie vielleicht Glück haben und ein bisschen Influencer-Marketing bekommen, diesen Menschen gebe ich etwas für ihr blindes Vertrauen zurück, was hoffentlich ihre kühnsten Erwartungen übertrifft. Er macht jetzt ein Werbevideo für das alles. Maniacke. Babe. Not cream. Der Prostrate. Das ist unser bisher mächtigster Dildo. Wir möchten, dass die Menschen glücklich sind und alles genießen. Dank unserer patentierten Blatttechnologie und rigorosen Tests im Windkanal können wir unseren neuen M1 Zahnrad-Vibrationsmotor nun im Teufelskreis der Lust mit ABS zertifizieren. Mit ABS zertifizieren. Prostrata. Kennen Sie das? Sie wollen mal wieder Ihren Staubsauger bestrafen, weil er nicht DSGVO-konform ist? Nicht zu der Amore A900 WLAN Alexa Saugroboter Staubsauger Roboter Roboter Staubsauger mit 145 Grad Navigationssensor mit visuellem Slam. Der ist DSGVO-konform. Er kann sogar mehr Müll speichern als die meisten auf dem Markt. Kann dir sogar mehr Müll speichern als YouTube? Ja! Den kaufe ich. Fährt einfach über den Müll drüber und tut den einfach so zur Seite schlagen. Der macht überhaupt nichts. Visueller Slam. Er fährt einfach drüber. Ich liebe meinen Saugroboter. Er macht mich so schön sauber. Putz mich. Oh mein Gott, ey, die Saugkraft ist zu... Das wäre 1:1 so eine asiatische Werbung mit Pudi Pudi, Pudi Pudi. Starke Saug, meine Wimpern weg. Keine Sorge, Wake Up Make-Up. Meine Augenhaut nicht mehr verletzt. Das macht doch mehr Spaß. Wake Up and Make-Up. Liebe Unternehmen, die mir Produkte geschickt haben, ich hoffe, diese Werbespots haben ihre Erwartungen übertroffen. Stark. Die Unternehmen erwarten übrigens jetzt auch, dass ihr Produkte gerne bewertet. Haben sie ja gesagt, 200.000 nette Menschen, die Produkte gerne bewerten. Also, wenn ihr Amazon-Bewertungen schreiben wollt, wie toll ROBUBBLE ist und dass man ihm viele Produkte schicken soll, wird euch keiner aufhalten. Ich schulde Sakimun ja auch noch eine 5-Sterne-Bewertung, stimmt. Das muss ich ja machen. Hier.
Ich möchte meinen Amare A900 WLAN Alexa Saugroboter Staubsauger Roboter Roboter Staubsauger mit 145 Grad Navigationssensor mit visuellem Slam bestrafen. 5/5 Sterne. Ich bin echt überrascht, wie einfach es war, all diese Sachen zu bekommen. Damit das auch so bleibt, habe ich zum Abschluss jetzt noch ein Werbevideo für mich aufgenommen. 亲爱的同胞们，我有一个来自德国的重要消息要告诉你 ，Rub Bubble 拥有 20万个非常好的粉丝，喜欢评论产品。他很时尚，他的视频也很漂亮，很专业。我知道你们之中有很多人都很关心他的 YouTube， 但是通过向他发送免费产品，我们可以改变这一点。订阅 Rub Bubble。 Das war so unfassbar gut. Ich habe noch nie vorher wirklich, glaube ich, ein Video von Robubble gesehen. Ich bin mehr als nur beeindruckt von seinen Videos. Das war echt mein Humor. Ich fand es echt gut. Richtig, richtig gut gemacht.